Frau Berndsen, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Mordes an Lukas Kern. Frau Berndsen, Ihr Vorname ist Friederike. Sie sind am 5. Oktober 1976 in Schwelm geboren. Sie sind verheiratet. Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Kosmetikerin. Seit dem 5. November 2010 sind Sie in Untersuchungshaft in Wuppertal. Herr Staatsanwalt Röhmann, die Anklage. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Im Januar 2009 verkaufte der an Leukämie schwer erkrankte Lukas Kern sein Haus in Schwelm für 100.000 Euro und eine monatliche Leibrente in Höhe von 500 Euro an seinen Jugendfreund Thilo Berndsen und dessen Ehefrau Friederike, die Angeklagte. Als sich der Gesundheitszustand von Lukas Kern im Laufe des Jahres unerwartet stabilisierte, beschloss die Angeklagte, ihn zu ermorden, um schneller in das Haus einziehen zu können. Am 2. November 2010 betäubte sie ihn am Nachmittag mit Valium und Morphium und erstickte ihn mit einem Kissen. Dann warf sie die Leiche in einen angrenzenden See. Friederike Berndsen wird daher wegen Mordes angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Berndsen, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben machen zur Sache? Tja, dazu sage ich was. Ich kann nur sagen, davon stimmt überhaupt nichts. Mein Mann und ich, wir haben einen todkranken Mann gepflegt. Und dafür werde ich jetzt als eiskalte Mörderin hingestellt. Wie hat Ihre Hilfe für Lukas Kern ausgesehen? Also, mein Mann und er waren schon lange befreundet und ja, vor 2 Jahren, da war er gerade mal 33, da wurde bei ihm Leukämie festgestellt und ja, dann kamen auch gleich die Geldsorgen. Er hatte keine Arbeitsunfähigkeitsversicherung und die teuren Behandlungen. Ja, mein Mann und ich haben dann beschlossen, ihm so gut wie möglich zu helfen und haben ihm das Haus für 100.000 Euro abgekauft und eben diese monatliche Leibrente, die ja auch erwähnt wurde, ist auch soweit korrekt. Und ja, um einfach aus dieser finanziellen Notlage rauszuhelfen. Frau Vorsitzende, könnte ich bitte um ein Taschentuch bitten? Auch ein bisschen mehr Seriosität. Also mir kommen da wirklich die Tränen. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Was Sie uns hier erzählen, das ist, schlägt dem fast die Bohnen aus. Sie haben das nicht aus Nächstenliebe gemacht. Sie haben da einen Deal gewittert. Sie wollten Kohle machen. Das Haus ist 200.000 Euro wert. Es gibt ein Gutachten. Ist Ihnen alles vollkommen bekannt. 100.000 Euro haben Sie dem in Cash gezahlt. Und dann haben Sie noch gezahlt, 22 mal die 500 Euro. Macht summa summarum 111.000 Euro. Das war bis dahin noch ein guter Deal. Natürlich nicht, wenn er noch lange am Leben bleibt. Und das Problem war jetzt aber folgendes. Schon im Januar 2010 ist eine Computertomographie gemacht worden und da hieß es auf einmal, die Lage hat sich stabilisiert, das hat sich alles zurückgebildet, dem geht es gut. Was machen Sie denn jetzt, wenn der Kerl noch weiterlebt? Der ist 33. Wenn der jetzt wieder richtig gesund wird, dann wird er 80 Jahre alt. Wollen wir das mal ausrechnen, wie viel Sie dann noch bezahlen mussten und wie lange Sie dann noch warten müssten, um in dieses Haus reinzukommen? Das wollten Sie natürlich nicht. Also haben Sie dem ein bisschen nachgeholfen. Und das in der Tat brutal und eiskalt. Mord. Dazu hatte ich überhaupt keinen Grund. Erstmal war er auch mein Freund. Und zweitens, er war doch todkrank. Ich kannte nicht keine neuen Untersuchungsergebnisse. Ich wusste nur, dass er wirklich todkrank aussah. Ich brauche jetzt doch ein Taschentuch, ja. Also ich würde Sie um ein bisschen mehr Seriosität bitten, ja? Aber Herr Staatsanwalt, wenn wir schon an dieser schauspielerischen Glanzleistung Ihrerseits sind, dann richten Sie doch mal Ihren wohlgefälligen Blick auf diesen Darius Pohl. Ne? Dem hat nämlich der Lukas Kern ein halbes Jahr vor der Tat die Freundin ausgespannt. Das ist ein Motiv. Vielen Dank für die Wegbeschreibung. Ich habe mich hier gerade wirklich vollkommen verloren gefühlt. War ja klar, ja, Sonja, dass du dich gleich an den nächsten Schwachmaten ranmachst. Schwachmat? Ich glaube, ich höre schlecht. Darius, ich brauche hier gerade all meine Kraft, die ich habe, um diesen Prozess durchzustehen. Und du kommst mit solchen Eifersuchtsvorwürfen. Ich habe gehört, du musst auch aus dem Haus von Lukas raus. Wenn du möchtest, dann kannst du deine beiden Zimmer in meinem Haus auch wieder haben. Sag mal, raffst du das nicht? Darius, ich habe gerade ganz andere Probleme. Sonja, ich meine, schau doch nach Lukas vorne. Ist ermordet worden. Sonja, schau nach vorne. Ich meine, überleg doch mal, wie lange ist die letzte Begegnung mit Lukas denn her? Frau Berndsen, wann haben Sie Lukas Kern zuletzt gesehen? Das war am Vormittag von dem Tag, als er gestorben ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Tod am 2. November 2010 nachmittags etwa so zwischen 14 und 16 Uhr eingetreten ist. Wo waren Sie in dem Zeitraum? Da war ich zu Hause. Ich hatte wahnsinnig Migräne und habe mich hingelegt. Ja, Ihr Ehemann kann das ja leider nicht bestätigen. Der war ja auf einem Kongress in Siegen. Ich war den ganzen Tag. Sie haben kein Alibi. Ja, das ist korrekt, aber ich brauche auch keins. Ich hatte keinen Grund, ihn umzubringen. Mhm. Aber wie hätte meine Mandantin einen 1,85 Meter großen Mann tragen sollen? Er war 1,85 Meter groß, er war abgemagert. Ist doch korrekt, krankheitsbedingt auf 70 Kilogramm. Sie sind doch recht sportlich und auch aktiv. Vielleicht sind Sie einfach mal so nett, da liegt ein Sandsack neben der Flipchart. Der hat das Gewicht von 70 Kilogramm. Versuchen Sie es doch mal. Verheben Sie sich nicht, aber versuchen Sie es doch bitte mal. Den Rücken schön gerade lassen, wie wir das in der Rückenschule gelernt haben. Und wenn man dann noch bedenkt, in was für einer Situation Sie waren. Können Sie vielleicht mit dem Gewicht mal zu Frau Vorsitzenden laufen, ja? Sehen Sie?
Wissen Sie, das ist ja immer so schön, Herr Staatsanwalt, das dass man ist schön, ja. Vorführungen machen möchte und die gehen nach hinten los. Die einzige Möglichkeit, die meine Mandantin hat, einen 70 Kilogramm schweren Sack zu transportieren, ist Schleifen. Und jetzt frage ich Sie, haben wir Schleifspuren am Tatort? Nein, wir haben sie weder vom Haus des Opfers noch auf dem Waldboden. Und Sie wissen ganz genau, man hätte sie feststellen müssen. Ohne Schauspiel. Ja, und deshalb würde ich mich immer gerne erstmal mit dem beschäftigen, was wir haben. Was man wirklich gefunden hat. Der Tod ist ja versenkt worden in einem kleinen See ganz in der Nähe. Und ganz in der Nähe dieses Sees hat man Reifenspuren von Ihrem Wagen gefunden. Tja. Und an diesem Wagen waren auch Erdspuren von dieser Zeit, von diesem Ort. Warum sind Sie da gewesen, Frau Bernd? Das ist ganz einfach zu erklären. Ich war öfter mit ihm dort, weil es einfach einer seiner Lieblingsplätze war. Und es war ein kranker Mann. Wir wollten ihm natürlich eine schöne Zeit machen. Ich war oft einfach mit ihm dort. Wenn es meiner Mandantin wirklich um das Haus gegangen wäre, wie hätte sie denn dann den Tod und welchen Grund hätte sie gehabt, den Tod zu vertuschen, indem sie die Leiche verschwinden lässt? Das war doch nur pro forma, Entschuldigung, das ist doch ein See, der hat einen hohen Freizeitwert. Allerspätestens im Sommer wäre die Leiche aufgetaucht und die wäre auch gefunden worden. Dann hätten sie ins Haus einziehen können. Spätestens. Lass noch Fragen an die Klagte, weil eine Spekulation habe ich nicht so. Sie ach nein, seien Sie ruhig, wahr? Seien Sie ruhig, kommen Sie zu mir. Sonja Arm, bitte, dann möchte ich zunächst einmal mit der Lebensgefährtin des Opfers Wort setzen. Lassen Sie sich nicht aus der Reserve. Frau Arm, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Sonja, Sie sind 28 Jahre alt und wohnen in Reutlingen. Was sind Sie vom Beruf? Erzieherin. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Ihr Freund Lukas Kern ist am 4. November 2010 tot aus einem Waldsee ganz in der Nähe seines Hauses geborgen worden. Oder seines früheren Hauses, muss man ja sagen. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Das war 2 Tage zuvor. Morgens um 7. Du hast ihn kaltblütig ermordet. Ich habe mich aufopferungsvoll um ihn gekümmert. Ich habe ihn zu Ärzten gefahren. Ich bin für ihn einkaufen gegangen. Es war doch pure Berechnung. Und ich, Idiotin, ich bin auch noch auf deine Schleimattacken reingefallen. Hat Ihr Lebensgefährte kurz vor seinem Tod so viel Hilfe von anderen gebraucht? Ganz im Gegenteil. Es ging Lukas blendend an diese alternativen Heilmethoden. Aber Friederike hat jedes Niesen von Lukas zum Anlass genommen, gleich zu fragen, ob alles okay ist. Weil ich mir Sorgen gemacht habe. In Wirklichkeit wolltest du, dass er stirbt. Du wolltest doch nur in das Haus. Das ist doch Quatsch. Du bist doch nur sauer, dass du jetzt wieder ausziehen musst, weil jetzt bald Thilo und ich einziehen. Ich? Ja. Ich habe immer gesagt, dass es mir ganz egal ist und selbst wenn wir ein 8-Quadratmeter-Zimmer ziehen müssten. Frau Arndt, Sie sind am 9. März 2010 recht spontan zu Lukas Kern gezogen. Wo haben Sie denn vorgewohnt? Bei meinem Ex-Freund Darius Pohl. Mhm. Sie haben also Ihren damaligen Freund für Lukas Kern verlassen. Und wie hat Darius Pohl darauf reagiert? Naja, sonderlich begeistert war er nicht. Hat versucht, mich zurückzuerobern. Nicht begeistert? Also das ist ganz, ganz gelinde untertrieben. Ich meine, er war rasend eifersüchtig. Ich kann mich an eine Aussage in der Akte erinnern von der Mutter des Lukas Kern, dass ungefähr eine Woche noch vor der Tat ihr Ex-Freund den Lukas Kern wirklich nicht nur in den Senkel gestellt hat, sondern er soll ihm auch gesagt haben, er habe sie ihm ausgespannt und das werde er nicht überleben. Darius hat Lukas definitiv nicht umgebracht. Ach, ich bitte Sie, Eifersucht ist eins der häufigsten Mordmotive. Ja, direkt nach der Habgier, Herr Verteidiger. Und Frau Bernsen, da sind wir wieder bei Ihnen. Sie hatten noch Kratzer am Arm, die waren sogar recht tief. Die sind noch 2 Tage später festgestellt worden. Das heißt, der Lukas Kern hat sich gegen Sie gewehrt, denn unter seinen Fingernägeln hat man Hautfetzen von Ihnen festgestellt. Oder wie sind Sie dahinter gekommen? Tja, das lässt sich ganz einfach erklären. Wie gesagt, ich habe ihn gepflegt. An dem Vormittag hatte er einen Schwächeanfall, hat sich versucht festzuklammern, einfach Halt zu suchen, hat dabei meine Arme erwischt. Also ich weiß nicht, das ist doch völlig... Das kann überhaupt nicht sein. Das weißt du nicht. Als ich an dem Vormittag weggegangen bin zur Arbeit, da ging es ihm gut. Ich habe ihn jahrelang gepflegt. Frau Arndt, wann haben Sie überhaupt gemerkt, dass Ihr Lebensgefährte verschwunden war an dem Tag? Das war am 2. November abends, als ich von der Arbeit kam. Schon als ich die Wohnung betreten habe, ich hatte irgendwie ein ganz eigenartiges Gefühl. Das Bett, das war viel zu ordentlich gemacht, ein Kissen fehlte. Und ja, auch sein Handy, sein Portemonnaie und der Schlüsselbund, das lag alles wie gewohnt im Wohnzimmerregal. Das hätte er doch mitgenommen, wenn er weggegangen wäre. Ich habe trotzdem
trotzdem erstmal alle Nachbarn und Freunde auch angerufen, um zu fragen, ob er dort ist. Haben Sie auch die Angeklagte angerufen? Ja. Die hat noch ganz hinterlistig gemeint, der ist sicherlich nur spazieren gegangen. Also erstens habe ich das gedacht und zweitens, ich meine, ich habe mit Migräne im Bett gelegen. Was hätte ich machen sollen? Ich suche mit dir die Umgebung ab. Mir ging es schlecht. Aber als Nachbarn und Freunde auch ansonsten nicht weiter wussten, haben sie die Polizei eingeschaltet und eine Vermisstenanzeige geschaltet. Ne? Ja. Und die folgenden zwei Tage, die waren für mich echt die Hölle. Ich habe so Angst gehabt. Und dann stand die Polizei vor der Tür. Sie meinte, Spaziergänger hätten im Waldsee in der Nähe eine Leiche entdeckt, die dann als Lukas identifiziert wurde. Tja, Frau Bernsen, Sie haben dem Lukas Kern nachmittags in seinem Haus besucht. Und dabei haben Sie ihm Valium und Morphium verabreicht. Das hat die Obduktion so festgestellt. Das stimmt doch so nicht. Wer ihm das gegeben hat, haben die überhaupt nicht festgestellt. Gut. Er hatte Schmerzen, vielleicht hat er es auch selber genommen. Was? Gut, das hat die Obduktion natürlich nicht festgestellt. Insoweit haben Sie recht. Man hat Daunenfedern in seiner Lunge gefunden. Er ist mit einem Kissen erstickt worden, mit seinem eigenen Kissen. Das fehlte dann nämlich hinterher. Und es war ein Hämatom auf seinem Brustkorb, auf dem Sie gekniet haben, während Sie ihn erstickt haben mit dem Kissen. Wissen Sie, was ich an der ganzen Theorie nicht verstehe, Herr Staatsanwalt? Warum soll meine Mandantin, wenn sie die Täterin ist, so kompliziert vorgehen? Ganz ehrlich, es wäre doch viel leichter gewesen, es als einen Selbstmord aussehen lassen. Denn Lukas Kern hat oft genug gesagt, dass er alles will, nur nicht dahin siechen. Und in Freitod, in der Phase... nichts ungewöhnlich. Ich stimme Ihnen aber absolut zu, aber der Plan ist vielleicht schiefgegangen. Kann das sein? Eine Frage an Sonja Arndt. Dann möchte ich mit dem Ehemann der Angeklagten fortsetzen. Thilo Bernsen, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Bernsen? Herr Bernsen, wo stecken Sie? Wollte gerade einen Wachtmeister losjagen. Nehmen Sie Platz. Herr Bernsen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sie strafbar. Vorname ist Thilo, Sie sind 35 Jahre alt und wohnen in Schwelm. Was sind Sie vom Beruf? Technischer Zeichner. Als Ehemann der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können Aussagen schweigen, ist Ihre Entscheidung. Und 55. Sie können auch immer dann schweigen, wenn Sie sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Sie wissen ja, dass Ihre Ehefrau hier angeklagt ist, am Nachmittag des 2. November 2010 ihren gemeinsamen Freund Lukas Kern getötet zu haben. Wo waren Sie um die Zeit? Ich war mit Inga Thiemann, einer Freundin meiner Frau, auf einem Kongress in Siegen. Und ungefähr gegen 3:30 hatte ich ein Gespräch geführt mit meiner Frau. Sie sagte mir nur, ich solle sie abends nicht mehr anrufen, da es nicht so gut ginge. Sie möchte sich gleich zu Bett legen. Wegen was? Sie hatte Migräne, so, öfters mal. Woher haben Sie jetzt Lukas Kern gekannt? Ich kenne Lukas Kern aus dem Kindergarten, beziehungsweise seit Grundschultagen. Und ja, wir haben alles Mögliche miteinander gemacht. Jugendfreizeit, Partys, den ersten Liebeskummer, das weiß ich noch ganz genau. Und ja, dann kam vor 2 Jahren das mit der Leukämie-Geschichte auf. Sie haben jetzt Ihrem Freund Lukas Kerl, das war Januar 2009, sein Haus abgekauft für 100.000 Euro und eine monatliche Leibrente von 500 Euro. Was hat Sie dazu bewogen? Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Lukas war in einer finanziellen Notlage und als guter Freund habe ich ihm gesagt, Lukas, ich helfe dir. Ich überweise dir jeden Monat 500 Euro, dass du aus dieser Lage wieder rauskommst. Und er meint nur, er würde mir was dafür geben können. Aber das soll nicht als Almosen dargestellt werden. Ja, so war. Also hat Lukas Kern Ihnen im Gegenzug zu Ihren 500 Angebot gesagt, kannst du das Haus haben? Das ist richtig, ja. Es hat auch den speziellen Hintergrund, weil er wollte nur, dass wir in dieses Haus einziehen und sonst niemand. Auf welcher Grundlage haben Sie eigentlich diese monatliche Rate von 500 Euro berechnet? Gibt es da irgendwelche Lebenserwartungsstatistiken für Leukämie-Kranke? Nein, das kann man nicht so pauschalisieren. Bei Leukämie-Erkrankten ist es sowieso ganz unterschiedlich. Der eine stirbt früher, der andere stirbt später. Und die 100.000 Euro konnten wir zum Glück von der Bank bekommen, die uns das 100% zusagen konnte. Ja, und wie gesagt, die 500 Euro monatlich, die konnten wir abzüglich der Kreditraten irgendwie zusammenschustern. Zusammengefasst also, Sie haben sein Haus bekommen, aber er konnte noch lebenslang drin wohnen und hat auch jeden Monat 500 Euro bekommen. Das war der Deal. Korrekt, richtig. Mhm. Und zu dir, den Deal, den konntest du überhaupt nicht verstehen.
Du hast zu diesem Zeitpunkt noch bei Darius gewohnt. Darius, richtig? Ja. Wir haben uns schon mal getroffen. Kannst du dich noch dran erinnern? Nee. Ich bin Inga, Inga Thiemer, eine Freundin von Friederike. Ah, kann sich ja nicht jede mit rühmen, mit einer Mörderin befreundet zu sein. Was soll das dann? Friederike ist keine Mörderin. Denken ist nicht so deins, ja, oder? Wenn ich dir auf die Sprünge helfen darf. Deine Freundin war scharf auf das Haus von Mr. Ich angle mir vergebene Freundin mit meiner Leukämie-Masche. Ach, daher. Darüber bist du immer noch nicht hinweg. Ach, so ein Schwachsinn. Vielleicht hast du sogar Lukas umgebracht, damit du mit deiner Sonja in das Haus einziehen kannst. Das wäre eine gute Idee, nur wäre ich nicht so dämlich wie Friederike und schüttenden, abnippelnden auch noch mein halbes Vermögen in den Rachen. Ach, hör doch auf. Es kommt mir jedenfalls seltsam eines vor, dass nach den Aussagen seiner Freundin, seiner Lebensgefährtin, übrigens auch nach den Aussagen des im Wesentlichen behandelnden Arztes, dass eigentlich er auf dem Weg der Besserung irgendwie war und jetzt soll er sich gar nicht so gut gefühlt haben. Verstehe das nicht so ganz. Das waren eher psychosomatische Probleme. Thilo! Du kannst doch nicht die Mörderin deines besten Freundes unterstützen, selbst wenn sie deine Frau ist. Ich auch so. Damit hast du Lukas Blut an deinen Händen. Weißt du, ich habe Lukas genauso geliebt wie du. Er war für mich wie ein Bruder. Abgesehen von meiner Frau. Was hätten wir alle davon? Von seinem Tod. Ein hübsches Haus. Ach, scheiß auf das Haus. Du kannst von mir aus gerne haben. Ich möchte in dieses Haus nicht einziehen, wo mein bester Freund ermordet wurde. Wäre das auch in Ihrem Sinn nicht? Das wäre überhaupt nicht in meinem Sinn. Ah. Also, das Haus steht uns ja wohl zu. Sie steckt doch hinter der ganzen Hexenjagd. Schenke ich ihr doch nicht auch noch das Haus. Also, ich will das Haus loswerden. Basta, aus Ende. Das klären Sie dann untereinander, wer dieses Haus nimmt oder es nicht nimmt. Hier geht es ja im Wesentlichen nur um eines. Hat Ihre Ehefrau Ihren Freund getötet? Ja oder nein? Ne? Nein, hat sie nicht. Wer hätte sonst ein Interesse daran gehabt? Haben Sie irgendeine Idee? Also ich gehe davon aus, dass dieser Mord geplant wurde, beziehungsweise in Auftrag gegeben wurde. Was redest du denn jetzt da? Das verstehe ich jetzt auch noch nicht ganz. Ich meine, wie kommen Sie da?